Geht an den einsamen Roboterreiter. Habt ihr das gesehen? Das war kinderleicht. Hey, dank meiner Tipps. Halt die Fresse! Red, das war ja so beeindruckend. Und kommt jetzt wieder sie. Puh. Das war's und du warst wundervoll, Red. Ein fantastischer Sieg. Das hast du nur meinen Tipps zu verdanken. Das Finale beginnt in Kürze. Jetzt ist es soweit, das Finale. Nur noch ein Duell, der Sieg ist zum Greifen nahe. Macht euch keine Sorgen, Prinzessin, meine Tipps werden ihn zum Sieg führen. Wir sehen uns nach dem Kampf. Die ignoriert ihn so eiskalt. Gut so, den Sommer einfach nur reden lassen. Möchtest du am Finale teilnehmen? Ja. Na klar, ich kann es kaum erwarten. Verstanden, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hätte nie gedacht, dass er so weit kommt. Er hat das Zeug zum Champion. Ich bin schon so weit gekommen. Ich spüre, wie das Adrenalin durch meine Adern pulsiert. Dein Gegner ist sehr mächtig, aber du bist ja selbst ein Naturtalent der Extraklasse. Zähle auf deinen Sieg. Kein Problem, der Sieg hole ich mir. Meine Damen und Herren, nun hat das Warten endlich ein Ende. Es ist da, das Finale des Anfängerturniers. Hier sind die beiden tapferen Kämpfer, die das Finale erreicht haben. Ach, die Musik ist immer so geil. Ich ziehe meinen Hut vor ihm. Wenn er seinen Gegner besiegt, wird er ihm der Jubel sicher sein. Red, der einsame Roboterreiter. Gegen meinen Superkombos kannst du niemals anstecken. Sie nehmen sich, was sie wollen. Das ist das Motto der Himmelpiraten. Die wahren Macht der Himmelpiraten. Der Kapitän des Angriffskommandos, der Klapper Himmelpiraten. Komm her, Kleiner. Hau ab, du Pirat. Du Dieb, dreckiger Piratendieb. Hey, du da, willst du wirklich mit diesem Ding gegen mich antreten? Sieh dir diesen Roboterrumpf an. Jeglicher Frontalangriff wird einfach an ihm abprallen. Da sehe ich als Anforderung an. Mach dich darauf gefasst, in Dreck zu landen. Das ist die richtige Einstellung. Mach ihn fertig. Red! Schlag diesen Piratenpack zu breit. So muss das Finale sein, voller Leidenschaft und Emotion. Nur ein Gegner von hinten angreift, wird sich der Gleisig schneller. Ja, das hab ich schon alles gezeigt, Mann. Das Finale. Fertig, los! Fertig! Ach, ich kann ihn nicht angreifen. Willst du mich gerade verarschen? Du hast ihn gerade was abgezogen. Was machst du denn da? Wonach sieht's denn aus? Wenn er von vorne nicht angreifbar ist, dann versuchst du von hinten. Streng deinen Grips an. Das weiß ich selber. Halten Sie den Mund und schauen Sie zu. Ey, dieses Spiel denkt irgendwie, ich bin ein bisschen, nicht mehr ganz klar im Kopf oder so. Geschafft. Der Sieger steht fest. Der neue gekrönte König des Turniers ist niemand anderes als der einsame Roboterreiter Red. Yay, was für ein Sieg. Schokolade, hast du das gesehen? Aber sicher, Red, Glückwunsch. Yeah. Rauschender Applaus. Oh, Red, du warst wundervoll. Ich wusste es, ich hatte recht, was Red angeht. Sian, halt einfach die Schnauze, ich will dich einfach nicht mal sehen. Ich hab gewonnen. Oh, Red. Da seid ihr ja wieder, Prinzessin Teria. Teria. Bitte sagt Teria zu mir. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke für eure Unterstützung, Teria. Du hast zwar gewonnen, aber in dir steckt noch mehr Potenzial. Da habe ich beschlossen, dich in unseren Königreich mitzunehmen, um dich in meinem Dienst zu nehmen. Gut, das hätten wir geklärt. Los, pack schnell deine Sachen. Bitte? Sie können doch nicht einfach über meinen Kopf hinweg entscheiden. Du kannst dir auch in Zukunft meiner Unterstützung sicher sein, Brett. Wirklich? Danke. Sian, wir gehen. Pass gut auf dich auf, Red. Bitte, eure Hoheit. Nun wartet doch, Prinzessin. Red, mein Lehrling. Glaub nicht, dass ich dich aufgegeben hätte. Wer soll dann die Lehrling sein? Prinzessin haben uns auch nicht leicht, oder? Dieser Bodyguard geht ja gar nicht. Kann ich dich kurz sprechen, Red? Na klar, was gibt's?
Ich wollte dir nur zu deinem Sieg gratulieren. Ich war zutiefst gerührt. Ach, das war doch gar nichts. Hey, was für ein neuer Glück, einen Kämpfer von diesem Kaliber zu finden. Wollten Sie was sagen? Ach nein, nichts. Komm, ich bringe dich zurück danach, nach Erdale. Puh, endlich sind wir wieder zurück in Erdale. Sehr beeindruckend, dieser Kampf wird in Geschichte eingehen. Hier ist das Geld für deinen Kampf. Gut gemacht. Yay! Obwohl es dein erster Kampf war, warst du ein Publikumsliebling? Weißt du, ich könnte dich ganz gut, ganz groß rausbringen. Wirklich? Ja. Was hältst du davon? Ich glaube, du hättest Chancen, der nächste Champion zu werden. Wer? Hat gerade nach klar gesagt? Wirklich, aber ehrlich gesagt dachte ich genau das gleiche. Okay, ich bin dabei. Aber abgemacht, Red. Ja, ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl bei dir. Das nennt man Schicksal. Ich muss los, komm zu mir aufs Duellschiff, wenn du wieder Lust auf einen Kampf hast. Du kannst jetzt zum Duellschiff fliegen, indem du sie auf der Asmodeus als nächstes Ziel anlegst. Sprich mit Quentin auf dem Deck, um ein Duell auszuwählen. Wenn du gewinnst und in deiner Story fortschreitest, werden sie weitere Duelle freigeschaltet. Die Titel der wiederholbaren Quests werden weiß gezeigt. Wenn du ein solches Duell-Quest abschließt, wird der Name in der Liste und wird in grün angezeigt. Okay. An alle Kämpfer. Geschafft. Und Rang gehört. Du kannst jetzt Rang 2 Quest annehmen. Ja. Und wir sehen uns das nächste Mal. Okay, neue Mission haben wir. Okay. Ich suche jemanden, der die Unordnung in mein Lagerhaus beseitigt. Ich bin im Wohngebiet des Ostbezirks. Oh nein, ich gehe zum Händler im Wohngebiet. Ja. Hä? Möchtest du etwa mitkommen? Weißt du, ich habe mich auf dem Schild nicht ganz eindeutig ausgedrückt, aber ich glaube ich wirklich, du solltest mir das Amulett zurückgeben. Kommt nicht in die Tüte. Was man gefunden hat, darf man auch behalten. Außerdem weiß ich gar nicht, ob es dir wirklich gehört. Das kann ja jeder behaupten. Na gut, dann muss ich dich wohl eine Zeit lang begleiten. Ich muss feststellen, ob du ein passender oder würdiger Träger des Amuletts bist. Bitte, tu dir keinen Gefallen, Gezwang an. Was hat der nur? Okay. Mit dem Amulett hat eine besondere Bedeutung, aber das werde ich ja sowieso im Spielverlauf sehen. Ist die Bulldogge mein Klient? Nein, der hier. Oh, süßer Hund. Bist du hier, um das Lager aufzuräumen? Ja. Im Lager stehen 3 Container. Jeder Container muss auf eine der Platten auf dem Boden abgestellt werden. Kein Problem, ich bin schneller fertig, als sie blinzen können. Ich muss diesen Container. Diesen oder mehr? Ah, okay. Auf den Platten dort drüben abstellen. Wieso wiederholst du alles? Das hat man doch beim ersten Mal gelesen. Aber selbst wenn ich springe, komme ich nicht in die Container ran, oder? Dann musst du das so dritt nicht ansehen. Wieso ist das so dunkel geworden? Okay, das ist einfach so dunkel geworden, naja. Fertig, jetzt muss ich nur noch den Klienten Bescheid sagen. So schnell ging diese Mission. Ich bin fertig. Es war schnell, ich habe das auch nicht geblinzelt. Gute Arbeit. Hier ist deine Belohnung. 400 Ringe erhalten. Ich bin reich. Ja. Mit dir mache ich gerne wieder Geschäfte. Alles klar, bis später.
Willkommen zurück. Und dieses Mal hast du nicht alles ausgegeben? Ach du meine... Sieh! Was ist los, Schokolade? Was? Was zum... Sie sind also hierher gekommen? Mächtige Fellbälle, nicht die schon wieder? Reit, bist du okay? Ich schon, aber die Stadt nicht. Das ist so furchtbar. Da wir werden sie bezahlen. Schokolade, hilf mir mal. Nein, bitte warte, wir müssen erstmal fliehen. Nix da. Wir können die Stadt doch nicht einfach in den Stich lassen. So meinte ich das nicht. Ich muss los. Nein, warte. Ich mache dich als erstes platt, Kumpel. Nur nicht so schüchtern, ich bin doch bei dir. Und komm, verreck mal eine Runde. Fleisch. Ja, es kommen wieder drei Gegner nur. Zwei. Das sind die gleichen wie von der Hindenburg. Ist das eine neue Monsterart? Nein, nicht wirklich. Sie werden Schatten genannt und sind Waffen, des Larus erschaffen hat. Larus? Das riesige Monster, das du auf der Hindenburg gesehen hast. Es ist. Lass uns später drüber reden. Wir müssen erstmal versuchen, diese Typen loszuwerden. Dann musst du den Anführer der Schatten finden. Besiege den Anführer, der den anderen Schatten die Befehle erteilt, oder? Im Prinzip müssen wir also nur den Anführer ausschalten. Alles klar, auf geht's. Okay, hier kann ich nicht weiter. Ich muss den Müll da hier beseitigen. Okay. Yay. Das war nicht geplant, aber nein. Dieses Kampfsystem ist so easy zu verstehen. Wer hier irgendwie stirbt, der ist irgendwie ein bisschen irgendwie komisch im Kopf dann. Weil hier zu sterben ist irgendwie merkwürdig. So. Es gibt nur Kämpfe, wo ich, Bosskämpfe sind schwerer, das ist klar, da kann man wirklich sterben. Bin ich cool? Gib nicht so an, sondern komm weiter, ist noch nicht vorbei. Ich komm ja schon, du kleines Gör, aber mir gefällt dein Ton nicht. Ich heiße nicht Gör, sondern Elch. Auf mich rumzukommandieren. Warum sollte ich überhaupt auch auf dich hören? Das ist jetzt weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort, um das auszudiskutieren. Ich hasse zuzugeben, aber L hat recht. Und wir beseitigen den Müll. Gibt's hier irgendwas? Vielleicht Katzen? X Katzen? Okay. Jetzt kommt. Ah, okay, Speicher. Yay! Speicherpunkt. Gut so. So, meins. Jetzt kommt Bossfight. Pass auf, ihr irgendwas in eurer Nähe lässt meine Messinstrumente verrückt werden. Dieses irgendwas steht direkt vor mir. Das ist also der Boss. Ja, ich denke schon und ich glaube, er hat dich im Visier. Also ich muss diese kleinen Viecher auf den Boss werfen.
stört meine Runde. Komm, dich krieg ich noch. Ich kann mich erinnern, dass ich bei dem Ninja gestorben bin, weil er irgendwie eine beschissene Attacke hatte. Ja, die da. Komm, hol, mach deinen Kumpel hier raus. Jetzt bist du tot. Ein Erfahrungspunkt bekommen, willst du mich verarschen? Na, 35. Hm, das war ein Kinderspiel. Red, die anderen hauen ab. Dann war es also wirklich der Boss sauber. Hast du das gesehen, L? Siehst du jetzt, wie stark ich bin? Du hältst dich für toll, nur weil du ein paar Gegner besiegt hast. Du bist so kindisch. Was willst du damit sagen? Sieh dich doch mal genau um. All das wäre nicht passiert, wenn du auf mich gehört hättest und geflohen wärst. So spinnst du? Es ist ja wohl nicht meine Schuld, dass die Stadt angegriffen wurde. Ehrlich gesagt, es ist deine Schuld. Was? Das alles ist deine Schuld. Und was soll ich deiner Meinung nach getan haben? Dieser Schatten kam nur, weil sie hinter dir her waren. Hä? Was soll das heißen? Ja, erklär mal, Elch. Sie haben es auf das Amulett abgesehen, das du aktiviert hast. Haben sie deswegen auch die Hindenburg angegriffen, nur wegen des Amuletts? Das Amulett hat ihn ausgewählt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Entschuldige, aber wie war dein Name? Red Savarin. Also gut, Red Savarin. Ich habe eine Bitte an dich als Jäger. Wirst du für mich auf das Amulett aufpassen? Was? Lass es mich anders ausdrücken. Ich bitte dich darum. Ich möchte mit dir einen Vertrag abschließen. Hä? Ich werde dir ein riesiges Vermögen zahlen. Nimmst du meine Bitte an? Es gibt keinen Haken. Du kannst nur gewinnen. Klingt interessant. Okay. Kommt jetzt Kapitel 3 oder 2? Ein Vertrag über 1 Milliarde Ringe? Eine ganze Milliarde? Hör auf, so zu lachen, das ist ja unheimlich. 1 Milliarde ist echt viel, aber trotzdem. Ein riesiges Vermögen und noch viel mehr als 1 Milliarde Ringe. Red, sagt er 1 Milliarde? Eine ganze M-I-L-L-I-A-R-D-E-E? Ja, das sind ganz schön viele Nullen. Und was genau beinhaltet dieser Vertrag? Du musst mir nur helfen, Larus zu versiegeln. Ich brauche dazu das Amulett und dich, weil du es aktiviert hast. Und was ist, wenn ich Nein sage? Dann wird Larus am Ende die Welt in Schutt und Asche legen. Bitte komm morgen nach Spinon und treff mich im Café. Ich habe in der Gegend noch ein paar Sachen zu erledigen. Spinon oder Spinion. Das hört sich nach einem riesen Ding an, aber irgendwas stört mich. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir werden noch nach Spion fliegen, oder? Ja, ich denke schon. Es wird schon alles gut gehen. Du machst dir zu viele Sorgen. Falls wir in den Patsche geraten, holst du uns das wieder raus. Das weiß ich. So war es bis jetzt doch immer, oder? Ja, du hast recht. Also dann, auf nach Spinon. Spinon? Anpassen. Teile einbauen. Hab ich schon 5? Nein. Ich brauche 5 Stück, um diese wegzubekommen. Nächstes Ziel. An Zielen, die du mit neuen Quests gezeichnet sind, neue Quests verfügbar. Anzahl der Quests und Questpunkte für diesen Ort werden unten rechts auf den Touch